Warum hat jeder einen Freund? Und meine andere Freundin hat den hübschesten Junge der Schule. Peace, Leute. Ich mache jetzt ein Get Ready With Me, weil wir jetzt gleich nach Frankfurt fahren, also so in 10 Minuten. Deswegen muss ich mich richtig, richtig beeilen. Auf jeden Fall freue ich mich richtig, richtig dolle. Ich bin richtig aufgeregt. Ich wollte heute früh überhaupt gar nicht erst aufstehen, deswegen musste mich Justin wecken. Und ich wollte eigentlich immer, habe immer gesagt, 10 Minuten, 10 Minuten. Aber jetzt auch schon wieder eine Stunde vergangen. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Und währenddessen erzähle ich euch ein paar Storys. Okay, wir fangen auch gleich schon mit der ersten Story an. Warum hat jeder einen Freund aus meiner Klasse? Warum? Meine eine Freundin, die hat jede Woche wen anders. Die andere Freundin hat gerade eine richtig krasse Beziehung. Und meine andere Freundin hat den hübschesten Junge der Schule. Meine andere Freundin hat eine Kennenlernphase. Ist stecken geblieben. Bei mir läuft nichts. Grüße gehen raus. Zweite Story. Es war halt Donnerstag, heute ist Samstag. Und Donnerstag und Freitag war ich halt krank. Ich hatte die ganze Zeit so, ich weiß nicht, Fieber ein bisschen kurz. Husten, Kopfschmerzen, so halt Grippe, glaube ich. Und wir haben einfach Donnerstag in der Arbeit geschrieben. Die habe ich verpasst. Dann ist heute Samstag. Ich habe noch nicht einmal gelernt für die Bioarbeit. Ich kann im Bio 0,0. Weil wir machen das Skelett. Das Skelett. Nee. Nee. Aber da muss ich noch ganz viel lernen und das schreibe ich halt schon Montag, also 2 Tagen. Ja. Jetzt benutze ich einfach noch kurz hier diese Augencreme. Die ist richtig gut von Catrice. Meine Mama ist jetzt auch schon gleich fertig. Also ich muss mich jetzt ein bisschen stressen. Das ist eigentlich auch mein Outfit. Also einfach diese weiße Hose hier. Der Gürtel von Diesel. Der ist nicht mehr, der ist von Justin, weil ich mir den ausleihen wollte. Die Jacke von Noelle's, die Vivienne Westwood-Kette. Und ja, auf jeden Fall, Leute. Was ich jetzt die ganzen 2 Stunden auf der Fahrt mache, ich weiß es nicht. Obwohl vielleicht, also auf jeden Fall Bio lernen, das weiß ich auf jeden Fall schon. Ich höre ganz viel Musik mit den guten Dingern. Justin benutze ich eh nicht mehr. Ich benutze eigentlich nur noch Wimperntusche, die von Maybelline New York. Kann nicht mehr viel Zeit. Achso, ja, ich muss jetzt eh noch Glück machen. Achso, Leute, ich habe voll vergessen, euch erzählen, was wir überhaupt in Frankfurt machen, weil wir fahren ja nicht ohne Grund dahin. Wir wollen auf jeden Fall ganz viele YouTube-Videos dort drehen, weil wir sind ja heute eigentlich nur ein paar Stunden da, also halt eigentlich heute nur den Tag, wir übernachten da ja nicht mal. Ja, wir wollten halt einfach mal bei einer anderen Kulisse YouTube-Videos drehen und auf jeden Fall drehen wir auf jeden Fall so blind shoppen. Darauf freue ich mich richtig, dass wir durch den Laden gehen und alles, was wir anfassen, das, denke ich, kommt mit. So hat er es mir, glaube ich, erklärt. Und dann machen wir noch Kartenbestimmung unseren Tag. Und ja, meine Mutter kommt natürlich auch mit und die macht auch mit. Deswegen freue ich mich auch noch mehr. Auf jeden Fall benutze ich jetzt auch kurz diesen Lippenstift von... Warum habe ich alles von Maybelline New York? Ich mag eigentlich mehr so Lippenstifte, weil ich finde diese hellen Töne einfach so schön. Also, das ist für mich jetzt ein helleres. Leute, das war's jetzt erstmal mit dem Get Ready With Me. Und jetzt geht's gleich weiter. A few moments later. Peace, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall im Auto. Und ja, es ist alles ganz schön voll. Justin hat gerade seine Jacke und Mama fährt. Und ja, wir waren eben beim Backstop, da habe ich mir so ein Brötchen geholt und so ein Muffin. Justin, was hast du? Ich habe auch einen Muffin, Leute, der sieht so geil aus. Hast du gezeigt? Ja. Ja, Leute, wir sind jetzt angekommen. Guckt mal, wie schön Frankfurt ist. Diese Häuser. Justin bereitet sich gerade vor fürs YouTube-Video und schreibt die Zettel. Mama fährt. Und ich guck einfach raus. Okay, Leute, wir sind jetzt angekommen in Frankfurt. Und jetzt mache ich erstmal einen Outfit-Check. Die Schuhe sind von Nike. Die Hose ist von Outfitters. Der Gürtel ist von Diesel von Justin. Die Jacke ist von UAs. Und die Easy-Jacke ist von New Yorker und die Tasche habe ich geschenkt bekommen. Okay, ich glaube, die ist von H&M. Ja. Und deine Kette, hast du noch Schmuck und so? Achso, ja, meine Kette ist von Vivienne Westwood. Und sonst hast du keinen Schmuck? Nee. Okay, jetzt bist du dran. Aber dein Outfit ist richtig cool. Danke. Okay, jetzt bist du dran. Ja. Die Jacke ist von Weekday, der Jogger ist von Nike, die Schuhe sind Louis Vuitton und das war's. Okay, Leute, ich habe mir eben ein Bubble Tea geholt und jetzt gehen wir shoppen. Wir gehen jetzt in Galeria. Leute, wir gehen jetzt zu Diesel und da kaufe ich mir jetzt endlich die Tasche. Also, ich dachte, das ist von mir. Ich lege ein YouTube-Video. Leute, irgendwie kann ich mich entscheiden zwischen 2 Taschen. Also, bei denen bin ich mir auf jeden Fall richtig sicher, aber ob ich diese kleine nehmen soll oder diese große, ich habe keine Ahnung. Okay, Leute, ich nehme jetzt die Tasche und ja. Ja, die nimmst du auch mal.
Ja. Ich finde, die sieht auch richtig schön aus. Finde ich auch. Leute, ich habe mir jetzt einfach diese weiße Dieseltasche geholt. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Danke. Keine Tüte, aber egal. Ihr habt schon wieder eine Tüte. Den werden wir jetzt hier bezahlen. Die Schlange ist richtig, richtig lang, aber egal. Und wir holen jetzt gleich noch Samen vom Flughafen ab und geben noch Essen. Wir sind jetzt gerade mit so einem Kaffee. Und ich trinke Cola, Justin auch. Mama trinkt Cappuccino oder sowas. Kaffee oder keine Ahnung. Und dann kommt Samen auch gleich noch vom Flughafen, weil er von Berlin nach Frankfurt einfach geflogen ist. Und jetzt ein paar Nächte bei uns übernachtet. Samuel ist jetzt hier. Das sieht gut aus. Was macht ihr? Sag mal hi. Leute, wir sind jetzt die ganze Zeit in der Stadt und suchen nach einem Restaurant zum Essen. Und ja. Aber warum ist sie so eine Queen? Mama, hi. Und Leute, wie schön ist das? Wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Hause 2 Stunden. Und dann schlafen wir alle, ne? Und dann war's das auch irgendwann schon wieder mit dem YouTube-Video. Ja. Nein, es ist nur 3%. Peace, Leute. Wir machen jetzt ein Haul und es ist immer noch derselbe Tag. Es ist irgendwie schon 21 Uhr abends. Und wir haben uns jetzt auch schon Bett fertig gemacht. Und wir wollten euch jetzt einmal noch kurz... Ich hab das gleich an. Ja, wir wollten euch jetzt noch mal zeigen, was wir eigentlich so gejobbt haben. Fangen wir erstmal klein an. Also als erstes waren wir noch bei Bershka. By the way, die haben hier geshoppt auf meinen Nacken und ich habe mir selber nicht mal eine Sache gekauft. Auf jeden Fall habe ich mir dort hier so einen Gürtel einfach geholt, weil ich gar keinen hatte. Und einfach so einen richtig schönen Pullover. Mama hat mir was bei Swarovski geholt. Ich pack das mal aus. Sie hat das so schick gemacht. Tada! Leute, wie schön ist das? Das ist halt so eine richtig schöne Schlichte einfach. Mal teuer. Wir waren natürlich auch bei Sephora. Dort haben wir Preiserraten gemacht. Da könnt ihr auch bei TikTok vorbeigucken bei ihm. Und ja, da habe ich das gute Ding hier erraten. Ich will mal rein gucken. Alter. Ich dachte, das wäre kleiner. Auf jeden Fall das einfach so ein Set, drin. So ein Skincare-Set einfach. Ein Serum, ein Cleanser und eine Creme. Dann hat Mama sich dieses Shampoo, glaube ich, oder? Achso, Leute, kennt ihr das? Habe ich extra rausgesucht, weil ich habe das auf TikTok die ganze Zeit gesehen oder wurde mir eben gesagt, dass das richtig krass sein soll für die Haare. Das hat Mama gewonnen beim Preiserraten. Ja, und dann hat sie auch noch das hier bekommen. Okay, Leute, jetzt kommt das fetteste Geschenk. Ja, die ist so, die passt so gut zu dir. Wow. Die Tasche ist so geil, die ist so fresh. Die ist so schön. Das ist echt krass. Wow. Die ist ich werde die auf jeden Fall zu jedem Outfit richtig krass rocken. Ich finde die ja so schön. Irgendwie wollte ich ihr die auch schon so lange holen, weil die passt so einfach. Ich glaube, dass das mal anders passt. Okay, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich weiß, ihr wolltet eigentlich längere Videos, aber ich glaube, das ist nicht so lang geworden. Auch wieder so wie sonst auch. Und ich probiere da irgendwie mal auch sowas anders zu machen. Ihr könnt mir auch gerne so schreiben, was ihr so wollt, weil viele schreiben ja auch, dass es länger sein soll. Aber das war's jetzt erstmal mit dem Vlog. Und mir hat es, glaube ich, richtig cool gemacht. Achso, und Leute, ich habe hier einen Cut bestimmt unseren Tag auch in Frankfurt gedreht. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist so witzig geworden auch.